Eine Gruppe Körperbehinderter besucht den See Genezareth, ein heiliger See, da sind schon Wunder vollbracht worden und ein Blinder möchte das gerne ausprobieren. Er hüpft in den See, er kommt wieder raus und schreit, ein Wunder, ich kann sehen, ich bin geheilt. Ein Lama hüpft in den See rein, er kommt raus, macht gleich einen 100-Meter-Lauf und schreit, hurra, noch ein Wunder, ich bin geheilt. Und jetzt sind die Behinderten da nicht mehr zu bremsen. Da steht ein Rollstuhlfahrer, die schnappen den Burschen und schmeißen den mitsamt seinem Rollstuhl in den See rein. Und wie er wieder rauskam, was glaubt ihr, was war? Ihr wisst es nicht, der Rollstuhl war neu bereift.